und gerade recht. Heute Nacht versammeln sich die Adligen zu Ehren der Großmagistrix. Laut unseren Spionen wird Elisande persönlich anwesend sein. Eine der seltenen Gelegenheiten, sie abseits ihrer Machtquelle zu erwischen. Wir nehmen einen Seiteneingang. Der Vordereingang wird zu schwer bewacht. Das ist eure beste Chance, die Großmagistrix zu beseitigen. Viel Glück! Es scheint, die Dämmerwache wurde beauftragt, auf dieser Feier die Ordnung zu wahren. Ich schlage eine diskrete Herangehensweise vor. Auf dem Weg solltet ihr die Arkanenleuchtfeuer deaktivieren und sicherstellen, dass die Wachposten nicht Alarm schlagen.
Zutritt verboten. Wachen, zu mir! Sollte Abhilfe schaffen. Emilda dreckt sich! Ihr Feiglinge! Seid vorsichtig hier oben. Ich hörte von einem dämonischen Rat, der seine Kräfte bündeln kann. Wir müssen dieses Band durchtrennen. Erkundet das Gebiet und versucht, die Ratsmitglieder zu treffen. Allein haben sie keine Chance gegen euch. Legion wird siegen! Macht euch nützlich und schaut mal nach.
werdet unsere Pläne niemals vereiteln. Worauf wartet ihr? Seht nach, woher der Lärm kommt. Der muss informiert werden. Ihr da, seht mal da drüben nach. Wer braucht schon Handlanger? Ich verbrenne euch eigenhändig. Höchst amüsant, euch dahin schmelzen zu sehen. Höchst amüsant, euch dahin schmelzen zu sehen. Hütet euch. Unbeschreiblich sein. Grüße. Bisher läuft alles gut. Aber wir müssen dafür sorgen, dass ihr auf der Feier ins Bild passt. Ein verborgener Zauber, meine Witwe, verkleidet und sorgt dafür, dass ihr unter den Feiertagen auffallt. Die geschwätzigen Adligen könnten den Spion verraten. Aber er regt keine Aufmerksamkeit mit wilden Anschuldigungen.
ausgezeichnet. Mit dem Schlüssel schon sehr und Großmagistrix kaum offen stehen. Zeigt Elisander ein Ende. Sollte ich meine Zeit etwa mit dem Geschwätz der Adligen vergeuden, während sich meine Feinde nähern? Schaut selbst, wir sind nicht allein. Unmöglich. Meine Wachen würden niemanden durchlassen. Eine weitere Fehlleistung, Melandros. Aber ihr könnt es wieder gut machen. Vernichtet die Eindringlinge. Ich muss zurück zur Nachtfestung. Endlich. Gleich ist es vorbei. Ich bereite euch ein schnelles Ende. Hütet euch. Er blinzelt, er blutet. Der Wind schneidet das Fleisch bis zum Knochen. Blutet für die Großmagistrix. Hütet euch. Blutet für die Großmagistrix. Der Wind schneidet das Fleisch bis zum Knochen. Ich bereite euch ein schnelles Ende. Hütet euch. Ich bereite euch ein schnelles Ende. Tod durch tausend Schnitte. Er blinzelt, er blutet. Elisande, vergebt mir. Heute Abend ist uns die Großmagistrix entwischt. Aber ihre Zeit wird kommen. Früher oder später finden wir einen Weg, die Rechnung zu begleichen.